Einen wunderschönen guten Tag, ihr Couchos, zu einer neuen Folge Crazy Machines 3. Ja, ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, dass es die letzte Folge gab, aber letztes Wochenende hatte ich schlicht und ergreifend keine Zeit, weil ich arbeiten musste, beziehungsweise auf einem Seminar war und ja, unter der Woche, wisst ihr ja, habe ich ja schon häufiger gesagt, habe ich immer so ein bisschen Probleme, solche Projekte aufzunehmen. Deswegen, neues Wochenende, neue Folge und wenn alles gut geht, seht ihr die Folge sogar direkt heute zum Tag der Aufnahme. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal und es geht los mit dem Problemlöser. So, hier wird wahrscheinlich jetzt alles so ein bisschen zusammenkommen, denke ich mal, was wir davor schon hatten. Wir fangen an mit dem blockierten Eingang. Ich finde die Musik voll beruhigend. So, wir sind kurz vor einer wichtigen archäologischen Entdeckung. Aber wir müssen zuvor den Eingang dieser Pyramide räumen. Drücke den Auslöser, um den Felsen wegzuspringen. Oh Gott, Entschuldigung. So, das Ding hier muss mit Strom versorgt werden. Dann bläst es den Ballon dahin. Oh Gott, jetzt habe ich Schluck auf. Na klasse. Was haben wir alles? Wir haben eine Batterie. Die wird irgendwie was antreiben müssen. Zum Beispiel einen Laser. Ist jetzt nur ein Beispiel. Dann haben wir eine Solarzelle. Dafür haben wir die Deckenlampe. Die könnte man, kann ich die hier hinhängen eigentlich? Ist ja schön, ich habe eine Deckenlampe, aber ich kann die nirgendwo hinhängen, wenn ich das richtig sehe. Also auf jeden Fall, die wird irgendwie mit dem hier in Verbindung gebracht werden müssen, dann bringt das Strom. Wenn hier Laserstrahl drauf trifft. Ah, okay. Fällt das Ding da runter? Ja, okay, das Ding fällt hier runter, wenn man das dahin. Deswegen muss ich das hier auch einmal umlenken. Also vermutlich wird das irgendwie so aussehen. So. Und so. Dann trifft das Ding hier drauf, richtig? Nicht ganz. Aber da fällt das Ding doch runter, oder? Okay, das ist noch nicht ganz richtig. Auf jeden Fall erzeugt das Ding dann irgendwie hier Strom. Damit muss ich dann... muss ich dann Windenergie machen? Mit dem Windenergie befeuere ich hier das Windrad. Das liefert dann auch wieder Strom. Und, aber vermutlich... vielleicht... können wir so anfangen? Geht das Ding bis da oben hin? Ja. Okay, das funktioniert auf jeden Fall. Vielleicht passt das hier ja von der Höhe auch. Ah, hier. Ja, das könnte vielleicht von der Höhe passen. Nein, nicht. Stopp, ich will die Lampe hier weg. Warum auch immer das Kabel lang genug sein muss, ist doch auch komisch. So. Nee, nicht ganz. Ah, da komme ich da. Warum komme ich da nicht bis dahin? Woran hängt es eigentlich aktuell? Ach, das da. Gucken wir einfach mal, ob das bis theoretisch bis dahin denn funktionieren würde. Ja, bis dahin funktioniert es auf jeden Fall. Aber das Problem ist das Ding hier. Ich bekomme... das Ding hier nicht weit genug gezogen. Hm.
Wartet mal ganz kurz. Schade. Ich hätte fast gedacht, dass vielleicht funktioniert das ja sogar. Aber ich sehe auch gerade, das passt ja von den Höhen einfach alles perfekt. Und das hier macht irgendwie so gar keinen Sinn. Nee, da ziehe ich sogar das Kabel durch den Strom durch. Es ist sowieso überall was im Weg. Das kann doch nicht sein. Das hier ist... Ich sehe nur... Nein, nicht weg. Ach. Ach, um Gott. Man kann natürlich auch einfach einen Gegenstand vergessen und den dann... Ja. Kann man auch tun. Muss man nicht unbedingt, aber kann man. Nein. Reicht das denn mit der Lampe? Ach. Ja, wenn ich natürlich da den Stecker rausziehe, dann bringt mir das nichts. Bumm, da ist es offen. Das ist... Normalerweise, oder wie oft habe ich jetzt schon Gegenstände irgendwo im Bild vergessen, weil ich vergessen habe, dass ich es platziert habe. Dass ich hier drüben was vergesse, ist schon ein bisschen bitter, muss ich sagen. Aber gut. Ist ja gelöst. Ist ja gelöst und es war noch im Rahmen. Verderbliche Ware. Oh nein, was sehe ich? Diese Kiste mit den seltenen Früchten ist gerade dabei, in der Sonne zu verderben. Bring die Kiste in den Schatten. Schnell. Ein Brett. Ein anbaubares Brett. Ein Segel. Ein anbaubares Segel. Badewanne. Okay. Ne, vermute ich eher andersrum. Sitzt das Ding da jetzt dran? Nee. Doch, das sitzt da dran. So, Moment. So. So. Und so. Nicht ganz. Nicht ganz. Ja, vielleicht sollte ich es so rum machen. Moment, das dahin. Nee, du darfst da drin bleiben. Und das. Ja, wir haben die Kiste gerettet. Okay, das war mal eine ganz witzige Idee, muss ich sagen. Das war witzig. Einfach, aber witzig. So, Waschmittel. Gestern ist mir ein Stück der Nase einer Statue auf den Kopf gefallen. Dabei hatte ich die Vision eines revolutionären Waschmittels auf Basis weißer Materie. Aktiviere die Waschmaschine, um die Ergebnisse zu prüfen. So, das Ding hier ist so riesig, genau. Dann geht das Ding hier rein, das Ding haut... Was passiert eigentlich? Ja, genau. Okay. Das Ding haut dann das hier an. Das Ding haut das hier weiter. Ne, das fällt da wahrscheinlich von alleine drauf.
Das katapultiert das hier hoch. Hier werde ich irgendwas mit dem Seil machen müssen. Warum auch immer ich das hier verbinden sollte. Ich weiß eh noch nicht genau, was passiert. Das hier muss ich mir nochmal überlegen. Das stimmt eh noch nicht ganz. Der muss doch hier wahrscheinlich irgendwie diese Bahn. Ah ja, so, okay, ja. Aber was machen wir mit dem Fass? Mal kurz gucken, wo denn jetzt noch was fehlt. Hier muss er. Ach, das Fass kommt wahrscheinlich auf die Toilette. Hä? Wofür war das Fass, das ich jetzt über hatte? Ich hätte jetzt gedacht, ah, na, vielleicht hier, dass das hier erst richtig hoch katapultiert, damit der Ball hier losgehen kann, aber. Hätte ich das hier hin machen müssen? War das hier vielleicht einfach Zufall, dass das Ding getroffen hat? Oder. Ich weiß es nicht. Egal, das Level ist geschafft, von daher können wir weitermachen. Es werde Licht. Ist dort gerade etwas in der Spalte verschwunden? Es ist einfach zu dunkel dort unten. Schalte die Glühlampe an. Ich muss sehen, was da ist. So, die. Da muss ich draufhauen. Okay. Was passiert eigentlich? Okay, der Basketball fällt runter. Und der Luftballon zieht das Brett hier hoch. Hier oben muss was passieren, da muss was passieren. So, damit machen wir jetzt das Paket an. Dann machen wir das so, dann stößt das dagegen. Das lässt das Ding runter. Was passiert? Was genau passiert hier rechts? Okay, das schießt irgendwo gegen. Die Sendung wird hier hin müssen. Nee, das passiert Das Auto wird da dagegen fahren müssen. Die Sendung könnte vielleicht hier hin müssen? Ne, da passt nichts hin. Was mache ich mit dem Luftballon? Und warum genau sollten die Dominosteine hier umfallen? Das hier verstehe ich noch nicht. Was soll mir das hier bringen? Das verstehe ich nicht. Ja, was habe ich denn sonst? Ich meine, ich habe den Luftballon hier, ja. Ich meine, ich kann den Luftballon auch hier unten hinpacken. Aber hilft der mir bei irgendwas? Ne, das ist doch auch Schwachsinn. Oh, das Paket ist schwerer als. Der Luftballon zieht mehr als das Paket. So richtig sinnvoll ist das gerade irgendwie alles nicht. Aber
ich frag mich auch, was das Ding hier machen soll. Das verstehe ich nicht. Ich denke eigentlich, das muss den Luftballon da zerschießen. Aber wie bekomme ich das hin? Okay. Ja. Hier hin. Wofür ist jetzt der Basketball da gewesen? Haben sie hier tatsächlich jetzt einfach Sachen eingebaut, die am Ende einfach nichts bringen, die einen nur verwirren sollen? Weil das war ja jetzt erneut eine Sache, die ich nicht... Ich meine, der Basketball war ja im Level vorgegeben. Was war erneut eine Sache, die ich nicht gebraucht habe. Genauso wie ich das Ding hier nur dafür gebraucht habe, eigentlich, dass das ja... Das Paket hier oben war nur zur Verwirrung da. Das ist krass jetzt. Okay, aber ich finde es gut. Finde ich ja gut. Aber es ist neu. Abriss. Was hatte ich gesagt? Irgendjemand soll diese alte Hütte abreißen. Alles muss man selber machen. Oder eben du. Okay, das ist dein Auftritt. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. So, was passiert denn? Nix. Okay. Also wir haben hier unten eine Batterie. Und wir haben nur einen Stromverbraucher. Okay. So, das wird den Luftballon da hochhauen. Aber dafür muss jetzt die Hand hier irgendwie wegkommen. Das haut dann da dagegen, das fällt irgendwie dahin und... Also am Ende muss ich da irgendwie hin. So viel steht fest. Moment, hier ist ein Gewicht. So. Ja. Ja. So. Ja, Moment. Ist das hier nicht... Stopp, falsch. Und vielfach einsetzbare Haken, ja, aber. Hä? Hä? Warum? Der ist jetzt irgendwie nicht vielfach einsetzbar. Oder sehe ich das falsch? Ach, Moment. Moment. So. Okay. Jetzt geht das Ding da durch, haut das Ding da oben weg. Jetzt werde ich wahrscheinlich durch die gespannten Seile das Ding einfach da hinten hinfahren müssen. Okay. Aber ich muss ja aufpassen, dass der Luftballon da noch weiterhin vorbeigeht. Ach, okay, stopp. Er muss also da lang rollen. Dann rollt er da drauf. Ich weiß nicht, ist das Seil lang genug? Nee, nicht ganz. Jetzt aber. So müsste es eigentlich stimmen, oder? Wenn man nachdenken würde, dass das Brett runtergeht, würde es stimmen, ja. Alle hopp. Alle hopp. Und... Abriss. Oh Gott, da saß ja noch einer drauf, hallo? Und ich reiß das Ding einfach ab. Ach komm, wir machen jetzt weiter. Wir beenden das hier jetzt noch. Wenn es nicht zu lang dauert. König Klamses. Ich bin ja so aufgeregt. Gerade wurde eine Tür freigelegt, die uns direkt zu König Klamses Grab führt. Das ist mein, ein historischer Moment. Die Tür klemmt, schieße sie mit der Kanone, schieße mit der Kanone drauf. Okay, so viel habe ich ja gar nicht zur Verfügung. Was passiert denn? Nichts. Also generell passiert erstmal nichts. Okay, habe ich irgendeinen,
aber ich habe hier eine Batterie. Dann schieße ich mit der Kanone da drauf. Damit öffne ich dann das. Dann setze ich hier oben den Amboss drauf. Was mache ich jetzt mit dem Seil? Eigentlich kann man das Seil am Amboss festmachen. Ja. Ja. Moment. Wofür ist diese Öse da? Wofür ist diese Öse da? Ich habe ein Seil und ich habe hier eine Öse. Warte mal ganz kurz, ich muss mal kurz was testen. Schlägt wahrscheinlich auch so da einfach drauf, oder? Ja. Genau, okay. Und mal wieder habe ich ein Item nicht gebraucht. Das Seil war einfach wieder vollkommen umsonst da. Aber gut, man weiß es ja. Also, beziehungsweise so langsam weiß man es ja, dass hier irgendwelche Sachen fehlen. Wobei ich mir auch nicht sicher war, dass man das mit dem Anker so hätte lösen sollen, wie ich es jetzt gemacht habe. Aber gut. Alles ist okay. Alles ist okay. Und wir springen ins letzte Kapitel hiervon. Unmögliches Zahnrad. Ein alter Priester sagte mir, ich dürfte niemals auf die Nase von König Klamses hauen. Albern. Nichts als Aberglaube. Ich werde es beweisen. Absolut nichts wird passieren. So, der Laser schießt. Dann haben wir eine Gravitationsumkehr. Dann fällt das Zahnrad da oben nämlich rein. Ja, okay. Aber dafür muss ja da was drauf fallen. Was passiert denn erstmal? Der Laser schießt erstmal hier hinten hin. Das hier könnte man machen. Zieht das Zahnrad tatsächlich nach oben? Ja. Aber der Laser wird gleich den Luftballon zerstören. Genau. Das heißt, wir müssen den Luftballon auf jeden Fall erstmal noch weiter nach hier drüben schieben. Dann lässt er das Zahnrad irgendwo hier unten fallen. Dann wird wahrscheinlich hier noch was mit angetrieben. Vielleicht so. Ja, genau. Nee. Ah, okay, hier hinten das Ding holt aus. Das habe ich nicht gesehen. Das Ding habe ich nicht als diesen Arm interpretiert. Ja. Oh oh, oh oh, oh oh. Ach ja, wir haben ja die. Ha. Wir haben ja die Gravitation umgedreht. Also eben die Pyramiden ab. Ah, wunderbar. Wunderbar. Ja, ich würde sagen, wir haben uns als super Problemlöser dargestellt. Zur Hilfe, wir sind ein super Problemlöser, habe ich gehört. Und damit würde ich sagen, sind wir auch am Ende für die Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen freuen. Beim nächsten Mal machen wir mit dem Maschinengenie weiter. Das ist dann ja genau mein Thema eigentlich, das Maschinengenie. Also wenn ich da versage, dann kann ich die Folge nicht veröffentlichen. Egal, Leute. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein.